Mein Name ist Lee Turner, ich bin hier Botschafter in Wien und ich werde, wie gesagt, also erstens ein kleines Slideshow machen über meine Stationen. Und wir fangen im Jahr 1974 an. Wer bin ich? Also ich zeige das immer nur, um zu zeigen, dass jeder Diplomat werden kann. Das ist mein Zimmer da in Manchester und man sieht schon ein paar Zeichen, dass ich mich für internationale Sachen sowie für andere Sachen interessiere. Hand aufs Herz liegt da, Easy Rider liegt da und oben links, das ist ein Poster von den Münchner Olympiaden 1972, werden Sie sofort erkannt haben. Das hier rechts ist eine Militärinstallation, die uns vorwarnen sollte, ob die russischen Raketen schon in der Luft sind, in unsere Richtung, damit wir unsere Raketen hinfeuern könnten, bevor wir vernichtet werden. Also das ist im Norden von Yorkshire in den 70er Jahren. So 1979 fing ich an als typischer britischer Beamter in diesem Gebäude zu arbeiten. Das ist das Umweltministerium in Großbritannien. Ich war auf dem 17. Stock und ich habe das Gefühl gehabt, also wenn ich fleißig hier arbeite, werde ich nach 40 Jahren im 18. Stock sein, Stockwerk sein. Da waren drei solche Türme. Ich hatte mit Transport zu tun. Ich bin mit diesem Lastwagen durch Frankreich gefahren. Dann war ich in Deutschland bei den britischen Streitkräften als Beamter. Das ist Berlin 1980, sieht natürlich jetzt ganz anders aus. 1982 bin ich zu dem Treasury umgesiedelt, also das Finanzministerium hier in London. Das liegt am St. James's Park. Ich hatte mit dem Supply Side zu tun, also mit der Wirtschaftsbeförderung sozusagen. Unter Frau Thatcher natürlich, das ging alles um: Wenn die Arbeitslosen weniger Geld bekommen, werden sie vielleicht sich mehr Mühe geben, einen Arbeitsplatz zu finden, zum Beispiel. Das war unsere Arbeit da. Und dann 1983 bin ich zum Auswärtigen Amt übersiedelt. Also das sieht so aus. Treasury ist hier rechts, Foreign Office ist da links. Und da habe ich mich am Anfang mit El Salvador und Nicaragua beschäftigt. 1984 erste Post war in dieser Stadt, vielleicht erkennen Sie das. Das ist das Haus, wo ich jetzt lebe. Das ist die Residenz des britischen Botschafters in Wien. Also ich war in Wien 1984 bis 1987 als zweiter Sekretär hier in dieser Stadt. Ich bin immer an dieser Universität vorbeigelaufen, weil ich in der Wiener Hauptstraße gelebt habe. 1992 bin ich wieder ins Ausland geschickt worden. Inzwischen war ich 5 Jahre in Großbritannien, wo ich mich mit der EU beschäftigt habe und mit Terrorismusbekämpfung in London. Und dann habe ich eine neue Sprache gelernt und bin zu diesem Land geschickt worden. Das ist natürlich Moskau. Das ist ein Casino in Moskau, was 1992 noch eine Neuigkeit war. Das ist das Haus von Gorki in Moskau, schönes Jugendstilhaus, würde man hier in Wien sagen. Und das ist natürlich Red Square, also Krasnaya Ploschad. Da war ich für Wirtschaftsangelegenheiten zuständig, also wie sich die russische Wirtschaft entwickelt. Und ich bin sehr weit und breit durch Russland gefahren. Und wir haben versucht, die Russen zu helfen bei der Entwicklung der Wirtschaft. Also nicht sehr erfolgreich, würde ich sagen. Dann bin ich zurück nach London gekommen, habe mich mit der Übergabe von Hongkong beschäftigt, 3 Jahre lang, von 1995 bis 1998. War auch sehr viel in China und Hongkong unterwegs. Und dann 1998 bin ich wieder ins Ausland versetzt worden, zu dieser Stadt, was ein bisschen wie Rom oder Athen aussieht, ist aber natürlich nicht Rom oder Athen, sondern Berlin. Ich war dann 4 Jahre in Berlin, war Botschaftsrat für EU- und Wirtschaftsangelegenheiten in Berlin. Das war zu einer Zeit der Rinderwahn zum Beispiel. Und wir haben uns auch mit sehr vielen der typischen EU-Angelegenheiten beschäftigt, also in der Beziehung zwischen Großbritannien und Deutschland.
Ich habe dann 4 Jahre freigenommen, also ich war 4 Jahre nicht arbeitstätig. Meine Frau hat gearbeitet, sie hat sogar meine Stelle in der Botschaft genommen. Sie war auch Diplomatin und ich habe mich mit den 2 Kindern beschäftigt. Du siehst, wie glücklich ich aussehe in diesem Bild. Viel besser als arbeiten, also das ist die normale Arbeit zumindest. Das war unser Haus in Berlin, da hinten. Und dann nach 4 Jahren bin ich dann zurück zum Foreign Office gekommen, wo ich mich mit den Territorien in Übersee beschäftigt habe. Großbritannien hat noch 14 Territorien in Übersee, sind meistens kleine Inseln, die zu klein sind, um unabhängig zu werden, oder sie sind kleine Territorien, wo es einen Streit gibt über Souveränität, so wie die Falklandinseln oder Gibraltar sind die bekanntesten Beispiele. Und hier habe ich eine Reihe von Fotos, ich werde die sehr schnell durchgehen, weil es gibt sehr viele. Also das Leben war schwer, das ist im britischen, indischen, ozeanischen Territorium. Das ist ein unbewohntes Haus, also es ist sehr kontrovers, dieses Territorium, weil die Bevölkerung ausgesiedelt worden ist in den 60er Jahren und seitdem gibt es einen Rechtsstreit zwischen diesen Leuten, die ausgesiedelt worden sind und der britischen Regierung über diese Tatsache. Das ist Ascension Insel in der Mitte der Atlantik. Das ist ein bedrohter Vögelspezies. Aber wie Sie sehen, gibt es sehr viele davon da. Das sind die Falklandinseln. Das sind 2 typische Falklandinselbewohner. Sieht genau wie Schottland aus und die Leute sehen genau wie Schotten aus. Also das ist Montserrat, das ist eine Insel in der Karibik, die von einem Vulkanausbruch, von diesem Vulkan, zerstört worden ist. Und Großbritannien hat dafür bezahlt, dass man die Insel wieder aufbaut. Das ist St. Helena, sehr, sehr exotisch und weit. Man konnte damals nur mit einem Schiff dort ankommen. Wir haben seitdem einen Flughafen gebaut. Und das ist das Haus von Napoleon, der auf St. Helena im 19. Jahrhundert verstorben ist. Das ist noch ein meiner Fahrer auf der Insel. Sie sehen, das ist das Auto vom Gouverneur. Also es hat kein Kennzeichen, nur eine Krone. Und dann 2008 bin ich zum ersten Mal Botschafter geworden in dieser Stadt. Das ist natürlich Kiew. Eine sehr schöne Stadt, das ist der Dnipro-Fluss in Kiew mitten im Winter. Das ist ein Eisfischer, dieser Mann, der hat ein Loch gebohrt und fischt nach Fischen. Eine wunderschöne Stadt, Kiew. Das Leben war nicht alles hart, da bin ich mit Olga Kirilenko, der ein Bond-Girl ist, also bei James Bond tätig geworden ist. Sie trinkt interessanterweise Wasser, also wenn man so ausziehen will, muss man nur Wasser trinken und sehr hart arbeiten. Ich trinke Champagner. 2012 bin ich noch einmal übersiedelt. Das ist wirklich nur für Kenner zu erkennen. Das ist Istanbul und das ist unser Generalkonsulat in Istanbul, wo ich bis vor 1,5 Jahren gearbeitet habe. Einer unserer größten Posten in Europa, in Istanbul. Das war früher natürlich als Botschaft gebaut worden im 19. Jahrhundert. So sieht die Stadt aus. Und dann 2016 bin ich wieder hierher gekommen. Also so sieht es aus. Bei Frau Doris Brüss, damals hatten wir noch keinen Bundespräsidenten. Und dort fing ich an. Und wenn Sie mich auf Twitter oder auf Instagram folgen möchten, also bitte tun Sie das. Und ich schreibe auch viele Blogs über alles Mögliche. Na, Sie werden wissen wollen, wie sieht das mit Brexit aus? Also wie Sie wissen, haben wir schon 2 Etappen gehabt. Großbritannien hätten die beiden ersten Etappen gleichzeitig sehr gern gemacht, aber wir konnten das nicht, weil die Europäische Kommission wollten, dass wir zuerst die erste Etappe lösen sollten und dann mit der zweiten Etappe anfangen sollten. Und bei der ersten Etappe ging es um die Bürgerrechten, um Geld und drittens über die nordirische irische Grenze.
Und wir haben monatelang verhandelt. Das ist relativ positiv ausgegangen. Wir haben die große Mehrheit der Probleme gelöst. Vor allem in der Geldfrage hat Großbritannien von Anfang an gesagt, also wir sind bereit, etwas zu bezahlen. Und die Frage war dann, wie viel? Und wir haben bis Dezember letztes Jahr uns einigen können auf ein Formular, um zu entscheiden, wie viel wir bezahlen werden, um unsere Pflichten zu erlösen. Also dieses Problem ist weitgehend gelöst. Zweite Frage, was Bürgerrechte angeht. Also die überwiegende Mehrheit der Probleme sind gelöst worden. Also vor allem, dass EU-Bürger, die in Großbritannien leben, das sind so ungefähr 3,5 Millionen, die sind natürlich nur die EU-Mitbürger, die noch nicht Briten geworden sind, weil viele sind schon Briten geworden. Aber diese 3,5 Millionen können dort bleiben und genauso leben, wie sie jetzt leben. Sie können weiter arbeiten, ihre Kinder können noch in der Schule gehen, sie werden unser Gesundheitssystem nutzen können und so weiter. Es wird sehr ähnlich aussehen. Auf der anderen Seite gibt es ungefähr 1 Million Briten, die in den anderen 27 EU-Staaten wohnen und leben. Und sie werden auch weitgehend dieselben Rechte behalten. Also sie werden zum Beispiel, wenn sie in Österreich sind, werden sie hier das Recht haben zu bleiben. Ihre Kinder können auch hier bleiben, sie können ihre Familienmitglieder mit aus Großbritannien bringen und so weiter. Also es ist weitgehend gelöst. Es gibt manche Fragen, die noch nicht gelöst sind. Und unter ihnen, unter den wichtigsten Fragen, sind die Qualifikationen. Also wenn man als Arzt zum Beispiel oder als Ingenieur eine britische Qualifikation hat, wird das, und man in Österreich lebt, wird diese Qualifikation weiter in Österreich anerkannt nach dem Brexit. Aber wenn man dann von Österreich auch aus nach Schweden oder nach Spanien oder nach Deutschland fährt, werden diese Qualifikationen nicht automatisch anerkannt. Also darauf hat die Kommission beharrt. Großbritannien findet das ein bisschen unfair oder nicht richtig. Und wir hoffen, dass das noch zu erledigen sein wird, also dass wir das noch weiter verhandeln können. Eine zweite Frage ist, wenn man zum Beispiel als Brite in Österreich lebt, wird man, wie gesagt, das Recht haben, weiter hier zu arbeiten oder zu studieren, aber man wird nicht das Recht automatisch haben, in einem anderen EU-Land zu arbeiten. Und für Großbritannien ist das auch noch ein Problem und auch für diese 1 Million Briten ist das auch ein Problem. Und das hoffen wir noch zu lösen. Also es muss weiter verhandelt werden. Und es gibt eine Reihe von bedeutend, aber eine relativ geringe Anzahl von bedeutenden Fragen von dieser Art, die noch geregelt werden müssen. Und die Verhandlungen werden weitergehen. Was die nordirische Grenze angeht, haben wir uns vereinbart auf eine Reihe von Prinzipien. Und das Wichtigste ist, dass es keine neue Grenze geben darf zwischen Irland und Nordirland, weil das wäre für die beiden Länder schon eine Katastrophe. Also wir finden, dass diese Grenze gehört in der Vergangenheit und soll nicht neu errichtet werden. Und wir werden versuchen, eine Lösung zu finden, der das möglich macht. Ich kann gern Fragen dazu beantworten, wenn das behilflich ist. Ich werde auch zu den Fragen von der Wirtschaft und der Forschung sprechen. Also wie Sie wissen, ist Großbritannien immer ein relativ erfolgreiches Land gewesen in Sachen Bildung und Forschung. Und wir haben zum Beispiel eine sehr lange Geschichte von Grundforschung in vielen Bereichen. Und wir finden, dass die Zusammenarbeit mit der EU immer sehr wichtig gewesen ist. Und wir wollen, dass es so weit wie möglich so weitergehen wird. Also zum Beispiel, es gibt viele Bereiche wie Weltraumforschung oder Medizintechnologie, wo wir sehr eng zusammen mit unseren Partnern in der EU immer gearbeitet haben. Und wir glauben, dass es offensichtlich für beide Seiten gewinnbringend sein wird, wenn wir so weiterarbeiten können. Und wir werden weiter versuchen, zusammen mit unseren Partnern zu arbeiten. Wir haben natürlich sehr lang mit vielen
Partnern in der EU zusammengearbeitet. Also zum Beispiel in, wie heißt das hier, das Atlantos-Projekt, was die Atlantische Ozean anschaut, haben wir gemeinsam mit verschiedenen Partnern aus der EU gemacht. Oder wir haben mit einer Reihe von anderen EU-Mitgliedstaaten die klinischen Studien herangehensweise für das Ebola-Virus studiert. Also die sind Projekten, wo es offensichtlich gewinnbringend ist, dass wir zusammenarbeiten sollen. Großbritannien und Österreich haben auch eine lange Geschichte, dass wir zusammengearbeitet haben in vielen verschiedenen Bereichen. Also in der Wissenschaft und in den Partnerschaften zwischen britischen und österreichischen Universitäten. Also ich merke hier, das ist eine Statistik von der British Council, dass der Direktor sitzt da, Martin Gilbert, sehr wichtiger Mann. Und ich lese hier, dass seit 2012 haben Österreich und Großbritannien zusammen mehr als 14.000 Forschungsartikel produziert. Und hier sehe ich, dass es 12.170 österreichische Forscher gibt, die zusammen mit Kollegen in der EU, im Vereinigten Königreich arbeiten und 27.000 in Großbritannien, die mit Forschern in Österreich arbeiten. Also sehr beeindruckende Zahlen. Und was wissenschaftliche Forschung angeht, ist Großbritannien Österreichs zweitwichtigster Partner nach Deutschland. Besonders in den Bereichen Gesundheit, Transport, Informationstechnologie, Energie und Umwelt. Und ja, also viele Statistiken, ich weiß nicht, ob die überzeugend sind oder nicht. 53,9% aller EU-Projekten, wo die Österreicher teilnehmen, haben auch Teilnehmer aus dem Vereinigten Königreich. Also eine sehr enge Zusammenarbeit. Was die Studenten und Studentinnen angeht, haben wir auch eine bedeutende Anzahl von österreichischen Studenten und Studentinnen, die in Großbritannien studieren. Also nach Frankreich, Deutschland, Irland, Niederland und Dänemark ist Österreich der sechstpopulärste Ziel für britische Studenten, die im Ausland studieren wollen. Also ich war ziemlich beeindruckt, dass es so viele britische Studenten hier in Österreich gibt. Ungefähr 700 im Moment. Und in die andere Richtung gibt es so ungefähr 2400 österreichische Studenten, die in Großbritannien studieren. So mehr als viele andere Länder in der Welt. Und auch 560 davon sind dadurch Erasmus Plus. Ja, also eine große Anzahl von Zusammenarbeit. Also was kann ich sonst sagen? Also ich werde nur ein paar Worte zum britischen Universitätswesen sagen. Wir haben, wie Sie wissen, eine relativ geringe Anzahl von Universitäten im Vergleich zu manchen anderen Ländern. Aber dafür sind viele von ihnen von einer sehr hohen Qualität. Also wir sagen immer, wir haben ungefähr 4 von den ersten 10 Universitäten weltweit im QS-Rankings, also sehr gute Universitäten, und 16 aus den Top 100. Wir sind sehr stolz, dass wir viele Nobelpreise gewonnen haben, aber ob das wirklich ein Zeichen ist, dass man weltführende Wissenschaftler hat oder nicht, weiß ich nicht, aber wir haben sehr viele Nobelpreise gewonnen. Ich glaube, wir sind zweiten nach den USA. Und wir sind unter den wichtigsten Partnern für fast alle anderen Mitgliedstaaten der EU. Also wir sind immer in den ersten 5 Arbeitspartnern von den anderen 27 EU-Mitgliedstaaten. Wir sind auch relativ gut, wenn es um die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Wirtschaft angeht. Also ich selbst habe in Cambridge studiert und ich weiß, dass es die sogenannte Silicon Fen gibt,
wo es eine sehr effektive Zusammenarbeit gibt zwischen Cambridge Universität und den vielen Hightech-Unternehmen, die in der Nähe von Cambridge angesiedelt worden sind. Und diese Zusammenarbeit ist vielleicht ein Modell für solche Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Wirtschaft. Was kann ich sonst sagen? Ich will nicht zu lang sprechen. Eine sehr wichtige Sache ist, wenn Sie Studenten haben, die vielleicht weiter in Großbritannien studieren wollen, ist es schon klargemacht worden, dass für das Jahr 2018, 2019, dass wir auch weiter, also dass Studenten aus der EU weiter in Großbritannien studieren können, auf denselben, mit denselben Verhältnissen, so wie immer. Also, und wenn man jetzt zum Beispiel als Veterinär oder als Arzt anfängt zu studieren in Großbritannien im Jahr 2018, wird man dann das ganze die ganze Studienzeit weiter in Großbritannien studieren können unter den jetzigen Verhältnissen. Also das ist immer noch sehr stark zu empfehlen. Also ich glaube, ich werde dort vielleicht aufhören und ich hoffe, dass das für Sie von Interesse war und ich würde sehr gern auf Ihre Fragen antworten, also in allen drei Bereichen. Also etwas Persönliches kann auch manchmal beantwortet werden über meine Karriere oder über die Brexit-Verhandlungen in Sachen Wirtschaft und Bildung bin ich nicht fantastisch gut informiert, aber ich werde mein Bestes tun und wenn es eine sehr schwierige Frage gibt, werde ich Martin Gilbert fragen, das zu beantworten. Also danke sehr und bitte Ihre Fragen.